Vor der Jahrhunderthalle wurden die Fraport-Aktionäre von demonstrierenden Bürgern empfangen. Weniger Lärm und weg mit der neuen Landebahn, so die Forderungen der Demonstranten. Ich stehe hier, weil ich länger als 5,5 Stunden gerne wieder schlafen möchte. Seitdem die neue Nordwestlandebahn in Betrieb ist, gibt es zwar ein sogenanntes Nachtflugverbot, aber dieses Nachtflugverbot besagt also, dass zwischen 23 und 5 Uhr nicht gestartet und gelandet werden darf. Das sind 6 Stunden, in der Regel sind es nur 5,5 Stunden und wenn man Familie hat, ist das eindeutig zu wenig. Also mein Sohn ist jetzt 3 Monate alt und es ist schon schlimm, wenn man sieht, wenn man endlich mal geschafft hat, dass das Kleinkind schläft, wenn es dann wieder durch einen Flieger geweckt wird, weil der Flieger um 12 Uhr noch eine Ausnahmegenehmigung bekommen hat. Drinnen betonte Fraport-Chef Stefan Schulte derweil, dass sämtliche Anhebungen von Gegenanflügen und Überflügen umgesetzt worden seien. Bei einer 85-prozentigen Akzeptanz der Piloten, obwohl die Maßnahmen freiwillig sind. Auch ein weiteres Thema brachte das Unternehmen zuletzt in die Schlagzeilen. Dachschäden vermutet durch Wirbelschleppen. Einzelne kleinere Vorfälle hat es in der Vergangenheit in Rauenheim regelmäßig gegeben, aber nie in dem Ausmaß wie jüngst in Flörsheim. Dies hat etwas im Zweifel auch mit der speziellen Situation, vielleicht auch der Dachsubstanz dort zu tun. Wie auch immer, wir haben jedenfalls unverzüglich reagiert und ein Dachinspektionsprogramm sofort durchgeführt. Letztlich mündete das nunmehr in der Planergänzung durch das HMBVL, mit dem in einem definierten Gebiet ein Dachsicherungsprogramm umgesetzt werden wird. Positives konnte Stefan Schulte über die Unternehmensentwicklung mitteilen. Der Umsatz des Flughafenbetreibers ist um 3% auf 2,4 Milliarden Euro gestiegen. Das Konzernergebnis konnte durch Investitionen in die neue Landebahn und den Flugsteig A+ nur leicht, aber immerhin auf 251,6 Millionen Euro steigen. Und das trotz schwerer Bedingungen. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld war durch hohe Unsicherheiten geprägt. Die Schuldenkrise in Europa, die Zukunft des Euroraums, Umschuldung, Rettungsschirme in diversen Ländern, die Rezession, vor allem in Südeuropa mit den hohen Arbeitslosigkeiten. All das hat sich natürlich auch deutlich auf die europäische Luftverkehrsindustrie ausgewirkt. So sei die Nachfrage nach Flugreisen deutlich gesunken. Fluggesellschaften mussten ihr Angebot reduzieren. Dennoch konnte Fraport bei den Passagierzahlen zulegen. Knapp 2% mehr Passagiere als im Vorjahr nutzten den Frankfurter Flughafen.